Freitag in der Arena. Hi, es ist Freitag. Wir sind in der Wiener Arena und das hat einen guten Grund. Freitag in der Arena, das Talkformat der Ökostrom AG. Hallo, ich bin Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG. Wir sprechen am Freitag mit spannenden Menschen, typischerweise zu Klima und Umwelt. Heute fassen wir das ein bisschen breiter und nehmen auch soziale Kriterien dazu und Kriterien der Unternehmenssteuerung. Und ich freue mich, mit der Elisabeth Müller darüber zu diskutieren. Dem kann ich nur eines hinzufügen. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Mein Name ist Elisabeth Müller. Ich leite ein Sozialunternehmen in Österreich, ESG Plus. Und gemeinsam mit einem tollen Team arbeiten wir an nachhaltigen Lösungen für den Finanzmarkt. Mir ist besonders wichtig und wofür ich mich einsetze, Transparenz, ein nachhaltiger Finanzmarkt und eine gewisse Portion Frauenpower. Elisabeth, im Pariser Klimaabkommen gibt es drei große Ziele. Das eine ist, die Temperatur soll nicht steigen auf der Erde über 2 oder besser noch 1,5 Grad. Das zweite ist, wir müssen uns an den Klimawandel anpassen. Und das dritte ist, wir wollen die Finanzierungsströme so lenken, dass sie diesen ersten beiden Kriterien Genüge tun und uns in die richtige Richtung lenken. Was tut ihr dafür, dass die Finanzierungsströme in die richtige Richtung gehen? Genau, das ist das Stichwort des Pariser Klimaschutzabkommen, das uns auch sehr wichtig ist, hier die Verantwortung im Finanzmarkt auch ein Stück weit voranzutragen, weil der Finanzmarkt hat wirklich eine Hebelwirkung. Und hier wollen wir nachhaltige Lösungen gemeinsam mit unseren Kollegen in der Finanzbranche erarbeiten und umsetzen. Denn es geht darum, globale Geldströme quasi umzulenken von klimaschädlichen Investitionen und Finanzierungen in Richtung klimaschonende Investitionen und Finanzierungen, aber auch Unternehmen, die zum Beispiel soziale Gerechtigkeit entlang ihrer gesamten Lieferkette leben und einhalten. Und hier geht es ganz konkret darum, 260 Milliarden Euro jährlich an Investitionslücke zu schließen und hier Investments in Richtung erneuerbare Energie und grüne Technologien weiterzulenken. Und hier haben wir ganz konkrete Lösungen entwickelt, die wir auch mit unseren Partnern umsetzen. Also zum einen messen wir ganze Portfolien und setzen hier gemeinsame Klimaziele mit unseren Partnern, um hier Klimaportfolien auch quasi in Richtung einer 1,5-Grad-Grenze zu führen. Entschuldige, ich mische mich jetzt kurz ein. Ihr redet da beide auf Management-Ebene. Ihr habt es beide studiert, ihr habt beide Ahnung von Geld. Ich weiß von Geld nur, ich habe keins. Was muss ich mir konkret jetzt darunter vorstellen, was ihr da eigentlich tut? Wie funktioniert das? Jeder und jeder kann einen Beitrag leisten. Also mit meinem Geld kann ich sehr viel bewegen. Das heißt, ich habe ein Girokonto, ich habe eine Versicherung oder ich habe vielleicht auch ein Sparbuch. Und zum Beispiel, wenn ich eine Versicherung habe, ist dann die Frage, wo wird diese monatliche Prämie, die ich eingezahlt habe, veranlagt? Wird die dann bei der Versicherung veranlagt in Richtung fossile Energie oder wird die veranlagt für grüne Technologie oder für erneuerbare Energie für Unternehmen, die diesen Geschäftszweig vor allem vorwärts bringen? Es geht nicht nur um Großinvestoren, die hier große Gelder schichten, sondern eben auch um kleine Mengen. Also wir wissen, dass alle Haushalte in Österreich zusammengerechnet ein sehr hohes und Volumen haben am Finanzmarkt. Das heißt, wenn jeder und jede nachhaltig investieren würde zum Beispiel, würde hier auch schon sehr viel Geld in diese Richtung fließen. Und auch wenn ich zum Beispiel jetzt vorhabe, ein neues Produkt zu kaufen bei meiner Bank, also sagen wir, ich möchte mir einen Fonds kaufen, dann habe ich hier auch die Möglichkeit, nach meinem Nachhaltigkeitsverständnis hier einen Fonds zum Beispiel kaufen und einen Fonds-Sparplan aufzusetzen, dass diese Themen, die wir wichtig sind, auch umsetzen. Und vielleicht ganz konkret, ich habe mit einem jungen Pärchen vor kurzem gesprochen, die sind jetzt gerade Eltern geworden und die möchten für ihr Kind einen Fondssparplan aufsetzen, wo sie halt 50 Euro im Monat einzahlen und wenn dann die Tochter 18 ist, dann bekommt sie quasi diese ganze Summe ausbezahlt. Die sind dann zu ihrem Bankberater gegangen und wollten halt einen nachhaltigen Fonds kaufen und hier einzahlen. Und haben dann auch einen empfohlen bekommen, den sie dann auch quasi investiert haben. Und wir haben uns dann den Fonds genauer angeschaut mit diesem Pärchen und sind drauf gekommen, dass die 4 Kriterien, die sie wollten, so leider nicht umgesetzt wurden. Also sie wollten einen Fonds frei von Kohle, frei von Öl und Gas, frei von Waffen und frei von Kinderarbeit. Und leider war sehr viel Kinderarbeit in diesem Fonds drinnen und es war sehr viel Öl und Gas in diesem Fonds drinnen und auch Waffen. Also das heißt, eigentlich hat dieses Produkt nicht wirklich ihrem eigenen Investmentverständnis und ihrem eigenen Nachhaltigkeitsverständnis entsprochen
Und sie haben dann etwas gehabt, mit dem sie sich gar nicht identifizieren konnten und werden jetzt wahrscheinlich Fonds wechseln müssen. Und im Prinzip geht es darum, informierte Kaufentscheidungen treffen zu können, einfach alle Informationen zu haben, die ich brauche als Endkonsument, um hier halt mit gutem Gewissen auch mein Geld zu veranlagen in Unternehmen, die ich unterstützen möchte, in Projekte, die ich unterstützen möchte. Wie müssen wir uns das jetzt konkret vorstellen? Also ihr analysiert Fonds, Konten, Investitionsvorhaben und dann macht ihr Pickerl drauf und sagt, das ist gut oder das ist nicht gut. Also ganz konkret haben wir herausgefunden, dass tatsächlich über 50% in Österreich nachhaltig investieren möchten. Und derzeit machen das nur 13%. Und wir haben uns dann die Frage gestellt, okay, wenn so viele nachhaltig investieren möchten, warum tun sie das dann einfach nicht? Und dann sind wir drauf gekommen, weil es eine fehlende Transparenz am Fonds gibt. Das heißt, wenn mir jetzt im Alltag Nachhaltigkeit wichtig ist und ich kaufe jetzt Fairtrade-Produkte und ich möchte dann auch investieren, weiß ich aber tatsächlich nicht, was in diesem Fonds drinnen steckt, weil ich die Informationen nicht habe. Und deswegen haben wir CleanVest entwickelt. CleanVest ist eine nachhaltige Vergleichsplattform, die alle Fonds und ETFs, die es in Österreich am Markt gibt, screent. Also egal jetzt, ob nachhaltig oder konventionell, das ist uns da jetzt nicht so wichtig. Und wir bewerten diese Produkte nach neuen Nachhaltigkeitskriterien. Also das sind positive Kriterien wie grüne Technologien, Bildung, Gesundheit, ein immer wichtigeres Thema und klassische Ausschlusskriterien wie frei von Kohle, frei von Öl und Gas, frei von Atomkraft, frei von Waffen und dann Kinderarbeit, Artenschutz und indigene Rechte. Und ich habe dann als User die Möglichkeit auf CleanVest diese neuen Nachhaltigkeitskriterien nach meinem eigenen Verständnis zu definieren. Also wenn ich jetzt sage, mir ist Klimaschutz wichtig und ich möchte einen Fonds, der sehr viel in grüne Technologien investiert ist und gar nicht in Kohle drin ist, dann kann ich das in den Filter anklicken und da werden mir ausschließlich Fonds aufgelistet auf der Plattform, die diesem Kriterium, also meinem Nachhaltigkeitsverständnis entsprechen. Ich verstehe das, so wie du es mir erklärst, sehr gut, habe aber ein Problem. Wenn ich ein bisschen Geld für meine Tochter, für meinen Sohn, für mich selbst investieren möchte, dann gehe ich zu meinem Bankberater und sage ihm, ich hätte gerne. Der sagt mir dann, ja, wir haben das und das Produkt für Sie. Ich käme überhaupt nicht auf die Idee, nach euch zu suchen. Vertrauen ist gut in diesem Gespräch mit den Bankberatern, Kontrolle ist besser. Aber wissen das die Bankkunden, dass es quasi noch ein Kontrollinstrumentarium gibt? Oder gibt es da noch irgendwie Kommunikationsbedarf zu sagen, liebe Leute, schaltet ihr dazwischen? Auf jeden Fall. Also wir arbeiten hier sehr stark daran, auch CleanVestment ins Bewusstsein zu bringen, vor allem auch bei Zielgruppen, die sich noch nicht so ganz sicher sind oder die gerade vor einer Investition sind, um hier auch nochmal zu schauen, entspricht das eh meinem persönlichen Verständnis von Nachhaltigkeit. Die Plattform ist auch kostenfrei für jeden nutzbar. Also hier gibt es überhaupt keine Schwellen, die mich davon abhalten würden, die Plattform zu nutzen. Ich kann auch hier mit der Plattform mich einfach nur informieren. Also ich kann auch eigene Merklisten von meinen Fondsprodukten erstellen und dann zu schauen, wie verändert sich die Performance im Bereich der Nachhaltigkeit oder der Rendite, bevor ich dann eine Investition tätige. Also wir sehen uns hier wirklich als Bewusstseins- und Informationsquelle für Privatanleger. Jetzt hast du Rendite schon angesprochen. Ja. Ich bin überzeugt, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wollen mit ihrem Geld Gutes tun, wollen für Klima und Umwelt arbeiten, wollen darauf achten, dass soziale Kriterien wie Kinderarbeit und so weiter dort nicht vorkommen. Jetzt ist aber auch so, dass Anleger dann ja doch Rendite machen wollen. Ist es bei grünen Produkten anders mit der Rendite? Sind die schlechter oder besser oder anders? Das ist eine sehr spannende Frage, weil in der Finanzbranche hält sich der Mythos tatsächlich sehr robust, dass nachhaltige Investmentprodukte keine Rendite abwerfen. Und es ist wirklich nur ein Mythos, also stimmt überhaupt nicht. Es gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass 70% aller nachhaltigen Fonds und Investmentprodukte genauso gut bzw. besser performen als konventionelle Anlageprodukte. Und wir haben auch während dem Lockdown von Covid-19 im März, April eine Analyse mit Wikifolio gemacht, wo wir uns angeschaut haben, wie performen nachhaltige Fonds. Und da haben wir gesehen, dass nachhaltige Fonds während der Krise robuster waren, stabiler waren und sogar einen leichten Aufschwung hatten. Und deswegen sagen wir, es ist ein No-Brainer, in nachhaltige Investmentprodukte zu investieren, weil die Rendite stimmt und die Nachhaltigkeit, also meine Werte, sind quasi in Einklang gebracht. Der Ulrich hat es mit ein bisschen Skepsis gesagt. Ich sage es mit der Resignation, die in meinem Umfeld, wenn es um Geld gegangen ist, immer dabei ist.
es gibt kein sauberes Geld. Und wenn ich jetzt irgendwie Bert Brecht zitiere mit Mutter Courage in ihren Kindern, zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wenn ich das auf die große Wirtschaft umlege, zuerst kommt die Rendite und dann kommt die Überlegung, ob das jetzt gut, nachhaltig, was auch immer ist. Ich nehme an, mit diesem Vorwurf-Vorteil bist du nicht zum ersten Mal konfrontiert, oder? Nein, gar nicht. Und das ist wirklich spannend, weil wir machen auch immer wieder Umfragen und Analysen auf unserer Plattform. Wir haben schon sehr viele CleanVest-User und wir sehen ja auch das Klickverhalten von unseren Usern. Und wir sehen, dass tatsächlich immer nach Nachhaltigkeit gefiltert wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, bei uns kann man natürlich, sieht man auch alle Finanzkennzahlen, also ich sehe auch die Renditeentwicklung, ich sehe die Risikobewertung von Fonds, also ich kann mir auch einen Fonds mit niedrigerem Risiko auswählen. Und wenn ich jetzt auch nach Rendite filtern würde, sehe ich immer alle nachhaltigen Fonds erstgereiht. Also das heißt, ich kann bei uns bis zu 15 Jahre zurückgehen in der Renditeentwicklung und ich werde immer sehen, dass Nachhaltigkeit und Rendite schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, das eine bedingt das andere, nämlich die Nachhaltigkeit, auch die Rendite mittlerweile. Jetzt fällt mir auf, in der letzten Zeit, irgendwie sind jetzt alle Finanzprodukte grün. Das ist so ein bisschen mit dem Schwammerl suchen. Wenn du gestern in den Wald gehst, da war kein einziges Tag, gehst heute in den Wald, sind sie überall. Da ist jetzt ganz viel passiert. Ist das alles verlässlich, was da ist? Ist das alles solide, was da so an grünen Produkten da draußen rumschwirrt? Das ist eine sehr spannende Frage und das bringt mich auch wieder zurück, warum wir CleanVest entwickelt haben. Weil es ist derzeit so am Finanzmarkt, es gibt keine einheitliche Metrik oder Systematik oder Definition, was ist jetzt nachhaltig und was ist nicht nachhaltig und vor allem, wie wird das gemessen und welche Daten werden dafür herangezogen. Das heißt, tatsächlich ist es im Moment noch immer das Verständnis des Instituts, die diese Produkte aufsetzen, ob das jetzt ein nachhaltiges Produkt ist oder nicht, also ob sie es jetzt persönlich als Nachhaltigkeit definieren. Und deswegen haben wir auch CleanVest entwickelt, weil wir auch dem Greenwashing ein bisschen entgegenwirken wollen und sagen, prüft doch selber nochmal nach. Aber ich möchte auch dazu sagen, uns ist auch ein sehr großes Anliegen, dass nachhaltige Produkte nicht mehr als Nischenprodukt gesehen werden. Also wir haben halt dann von 100 Fonds 5, die sind dann halt nachhaltig, sondern dass wirklich die Nische ein Mainstream wird. Und wir sagen, nachhaltiges Investieren wird in der Finanzbranche der Megatrend, weil wir sehen auch von der nächsten Generation, die Millennial-Generation, die auf den Straßen protestiert, die wollen natürlich auch nachhaltige Investments haben. Die wollen nicht diese Investmentprodukte, die dann genau in Kohle, in Öl und Gas investiert sind. Und deswegen gibt es hier, glaube ich, auch mittlerweile in der Finanzbranche ein massives Umdenken und ehrlich gesagt auch ein Bemühen, diesen Gedanken auch ein bisschen mehr ins Produktsortiment zu tragen, was wir sehr begrüßen. Und wir unterstützen dann auch Kunden bei diesem Unterfangen quasi hier, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu definieren und um hier auch gute Produkte aufzusetzen. Aber ja, es ist wirklich so, dass im Moment ist es ein Buzz-Thema, ein Buzzword und wir sind gespannt, wie sich die Entwicklungen quasi in den nächsten Jahren zeigen werden. Wir wissen, dass auf EU-Ebene mit der EU-Taxonomie ein großer Schritt in diese Richtung getan wird. Also es wird regulatorisch sich auch noch etwas ändern, wo ich dann als Investor auch noch mal die Sicherheit habe, wenn Nachhaltigkeit draufsteht, dann muss es tatsächlich auch der EU-Definition standhalten. Also das wird dann vor allem in den nächsten Jahren sehr intensiv kommen und über das freuen wir uns auch schon sehr. Sag Ulrich, weißt du, wie sauber deine Fonds, deine privaten Investments, deine Sparbücher für deine Kinder sind? Hast du da die geringste Ahnung? Hast du das jemals überprüft? Ich habe das gemacht. Tatsächlich hängt damit zusammen. Ich war ja, bevor ich die Aufgabe bei der Ökostrom AG übernommen habe, war ich beim Umweltbundesamt. Und wir haben durchaus eben mit Institutionen, Unternehmen wie diesem von der Elisabeth Müller auch zusammengearbeitet. Und ich habe meine Sachen durchgeschaut. Und da ist es tatsächlich so, es ist nicht ganz einfach, da durchzukommen und man muss sich wirklich Plattformen suchen und Institutionen suchen, die einen da lenken. Mhm. Weil das ist so ein Wust an Zeug und man weiß nicht wirklich, ist das Label gut oder dieses oder jenes. Das wird viel, viel besser, weil eben Unternehmen wie ESG Plus, weil die europäische Taxonomie, also das ist ein regulatorisches Framework, das Kriterien vorgibt, natürlich jetzt sich entwickeln. Das ist ja auch neu, man muss es ja auch sagen, diese ganze Green Finance Welle, die ist gerade mal vielleicht 5 Jahre alt, sodass sie im allgemeinen Bewusstsein ist. Mhm. Aber da passiert viel und was ich so faszinierend finde an diesen Dingen ist, dadurch, dass wir Menschen bewegt werden, darüber nachzudenken, passiert am hinteren Ende ganz viel. Es ist nämlich inzwischen so, dass die meisten europäischen Banken keine Atomkraftwerke mehr finanzieren, keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren. Solche Anlagen kriegen auch keine Versicherungen mehr. Ein
Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk in Europa ist von einer europäischen Versicherung nicht mehr versicherbar. Das heißt, allein über diese Finanzströme können wir sicherstellen, dass klima- und umweltschädliche Investitionen nicht mehr getätigt werden. Und das ist eine unglaubliche Power. Und die haben sich schon was überlegt in Paris, dass die Finanzierungsströme eins der drei Hauptkriterien des Pariser Klimaabkommens sind. Da steht nämlich drin, wir müssen diese Finanzströme so lenken, dass sie uns zu nachhaltigen Wirtschaften führen. Und das ist richtig gut, das hat richtig Kraft. So wie du erklärst, dieses Kontrollieren, dieses Nachschauen, ist auch für jemanden, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt, nicht einfach gewesen. Ist das ein Problem, dass die Banken das vor uns Kunden, Normalsterblichen, verschweigen? Ist es ein Problem, dass ihr schlecht kommuniziert? Oder ist es ein Problem, dass ich als Konsument oder als Konsumentin einfach zu träge und zu gewohnt bin, dass mir eh alles geliefert wird? Ich werfe die Frage jetzt euch beiden einfach mal vor. Ich glaube, zum Glück entwickeln sich die Dinge über die Zeit. Es ist schon eine Erkenntnis geworden in den letzten 5 bis 10 Jahren, dass Finanzierung ganz, ganz viel ausmacht bei der Thematik, wie wir Klima- und Umweltschutz betreiben, wie wir auf soziale Kriterien achten und wie auch die Unternehmensführung, das ist ja das dritte Teil der Nachhaltigkeitsbewertung, wie die agiert. Also agieren die wirklich im Sinne der Allgemeinheit und Transparenz, wie die Elisabeth Müller das vorher schon gesagt hat. Also da passiert viel und ich glaube, das wird jetzt immer mehr. Und es wird auch immer einfacher. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich 15, 20 Jahre zurückgehe, war es vermutlich relativ schwierig zu wissen, ob ein Bioprodukt wirklich Bio ist, weil da gab es noch keine Kennzeichnungen. So ähnlich ist es heute bei den Finanzprodukten. Aber immer mehr kommen jetzt auch Kennzeichnungen, auf die ich mich verlassen kann. Da kommt irgendwann mal ein europäisches Siegel, da wird dann draufstehen, grünes Finanzprodukt, und dann weiß ich, das erfüllt gewisse Kriterien. Und dann wird es schärfere geben, so wie es auch in der Bio-Welt schärfere Labels und Siegel gibt. Und ich kann mich dann als Konsument leichter orientieren. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Die Frage auch an dich, sind die Konsumenten, die Endverbraucher, Endverbraucherinnen schon reif für Produkte wie die von ESG Plus oder ist noch ein weiter Weg für uns allen? Wir merken immer mehr, dass es jetzt auch ein Umdenken gibt, gerade zu diesem Thema, und dass vor allem sich gerade auch die zukünftige Generation oder die Millennial-Generation sehr intensiv mit dem Thema Investieren beschäftigen. Ja, auch weil es ein anderer Zeitgeist mittlerweile ist, aber auch weil eben der Finanzmarkt jetzt anders aussieht als vor 20, 30 Jahren. Also das heißt, Bausparer oder Sparbücher, das sind Systeme, die nicht mehr ganz so attraktiv sind. Und jetzt kommt halt eben die Welle in Richtung Investieren. Und vor allem, weil das Bewusstsein jetzt ein anderes ist. Und wenn ich schon in meinem Alltag Nachhaltigkeit als wichtig quasi erkannt habe und Fairtrade-Produkte kauf oder wie auch immer, dann möchte ich auch das in jedem Lebensbereich quasi fortsetzen. Und ich glaube, deswegen passiert jetzt auch gerade so viel Bewusstseinsbildung in dem Bereich. Und was man auch in Österreich ein bisschen dazu sagen muss, ich habe sehr lange in London gelebt, bei uns ist das Thema Geld noch immer ein Tabuthema. Also über Geld wird so nicht gesprochen, das ist ganz anders im anglophonen Raum. Da wird die erste Frage, die einem gestellt bekommt, wie viel machst du im Jahr, das gibt es bei uns so in dem Sinne nicht. Und auch nicht in der Schulausbildung. Und da würde ich mir auch ein bisschen mehr Financial Literacy in der Schulausbildung schon wünschen, dass ich auch schon früh lerne, mit meinem Geld umzugehen. Und da gibt es wirklich extrem spannende Initiativen auch in Österreich, die genau dieses Thema vorantreiben. Und ich glaube, das ist der Weg, der dann auch immer mehr Klarheit und immer mehr Transparenz in dieses Thema bringen wird. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ich kenne viele Menschen, die im Geldbusiness sind, auch ungefähr in deinem Alter. Warum hast du dich für diesen Weg entschieden? Warum hast du gesagt, nicht gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwie klassisch Karriere bei irgendeinem Beratungsinstitut, bei irgendeiner Geldanlagefirma, sondern warum gerade das? Ich habe einen sehr untypischen Weg gewählt. Also ich komme primär aus dem Klimanachhaltigkeitsbereich und habe lange Zeit in der UNO gearbeitet, habe dort Projekte in Südostasien, in Südafrika, in Lateinamerika umgesetzt und habe mich schon immer mit globalen Wertschöpfungsketten beschäftigt und bin dann über die Weltbank und über Umwege auch mit dem WWF an dieses Thema Sustainable Investment gekommen und habe gemerkt, wie viel Kraft und wie viel Power dahinter steckt. Und ich sehe da extrem viel Visionspotenzial. Und mir war schon immer wichtig, dass ich Impact mit meiner Arbeit habe, dass das, was ich in meinem täglichen Leben mache, auch etwas bewegt und auch für etwas gut ist. Und so bin ich zu ESG Plus gekommen. Das hast du ja schon erwähnt, du warst auf dieser Umwelt- und Klimaseite. Jetzt bist du auf der Finanzseite. Also jetzt, wenn ich so die Klischees anschaue dieser Menschen, dann würde ich mal sagen, also die kommen nicht so leicht zusammen, oder?
Oder ist da etwas, dass die anfangen, die Londoner Investmentbanker in ihren Glastürmen schon langsam auch mit denen zu sprechen, die sich auf der Straße für Klima- und Umweltschutz bewegen? Tut sich da was oder sind die sich immer noch irgendwie sehr ungrün? Es ist sehr spannend, weil eben auch das Thema vorher war, grüne Produkte kommen wie Schwammerl aus dem Boden. So ist es auch mit neuen Studienrichtungen. Und es gibt tatsächlich auch Studienrichtungen, die jetzt gerade Green Finance quasi abdecken. Also ich habe das Gefühl, dass die zukünftige Generation von Investmentbankern vielleicht eben auch diese Green Finance Ausbildung haben werden. Und was auch spannend ist, was wir immer mehr sehen, vor allem internationale Banken setzen gemischte Teams ein. Das bedeutet, sie kaufen sich nicht mehr nur die Expertise von außen zu, sondern sie möchten tatsächlich auch interdisziplinare, multidisziplinare Teams aufsetzen, um halt auch die Expertise im Haus zu haben. Also ich habe schon das Gefühl, da gibt es schon so ein bisschen einen Trend zum Umdenken. Aber wie schon vorher auch erwähnt, wir stehen da auch am Anfang der Reise, um ehrlich zu sein. Du hast irgendwie bei deinem Eingangsstatement gesagt, dass irgendwie auch irgendwie der Frauenaspekt bei der Finanzwirtschaft wichtig ist. Warum? Weil wir merken, dass Frauen sich prinzipiell, also als Privatinvestorinnen, ein bisschen weniger über dieses Thema drüber trauen, aber sehr wohl auch möchten. Und wir sehen auch, dass Altersarmut bei Frauen wesentlich höher ist als bei Männern. Und ein Vehikel kann dafür sein, nachhaltig zu vorsorgen, auch für die Zukunft, also auch für die Altersvorsorge. Und vor allem auch Frauen die Tools in die Hand zu geben, sich dann auch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn sie wollen auch, aber trotzdem gibt es diese letzte Hürde, diese Investments auch zu tätigen. Und wenn wir auch Analysen machen von CleanVest-Usern, merken wir, dass das Userverhalten ausgewogen ist, demografisch, also so gut wir das nachvollziehen können. Und das finden wir sehr spannend und einen sehr spannenden Trend, wenn man sieht, dass historisch gesehen doch primär Männer investiert haben und auch Männer risikofreudiger in ihren Investments oder Investmententscheidungen sind als Frauen. Das ist auch ein spannender Trend, den wir beobachten. Das Leitbild von ESG Plus lautet: Wir glauben daran, dass künftige Generationen die Welt besser vorfinden sollten, als wir sie vorgefunden haben und dass Wohlstand und Nachhaltigkeit kein Widerspruch sind. Das unterschreibt ja fast jeder. Der Wunsch, dass künftige Generationen die Welt besser vorfinden, als wir sie vorgefunden haben, ist angesichts von Klimakollaps, Klimakatastrophe ein sehr frommer, sage ich mal. Ne? Also ist das naiv oder ist das ein realistischer Zugang? Ich finde, man muss sich immer die Latte ganz hoch setzen, weil wenn wir nicht visionär arbeiten, dann werden wir nichts erreichen. Also ich sage immer Challenge accepted und wir werden unser Bestes tun, diese Herausforderung auch zu meistern und hier wirklich einen Beitrag zu leisten. Und mit CleanVest haben wir auch bewiesen, dass wir das tun, weil die Plattform ist kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir konnten sie in 1,5 Jahren entwickeln, aufgrund von Fördergeldern, die wir erhalten haben. Also da ist kein Business Case dahinter. Und hier haben wir wirklich die Verantwortung auch gespürt. Wir haben gewusst, wir können das machen. Und deswegen haben wir gedacht, okay, dann tun wir das auch einfach, ohne uns zu überlegen, ist jetzt Big Money, das dahinter steckt. Und so versuchen wir auch unsere Verantwortung ernst zu nehmen und jetzt nicht nur quasi leere Floskeln in den Raum zu werfen, aber we walk the talk sozusagen. Trotzdem, die meisten Aktivisten, Aktivistinnen, Gruppen, ich glaube sogar du sagst irgendwie, wir sind schon froh, wenn wir den Status quo erhalten können. Bei euch steht drin, wir wollen euch eine bessere Welt hinterlassen, als sie jetzt ist. Diese Latte ist, das ist nicht Hochsprung, das ist Stabhochsprung. Wir sind doch nicht alleine in diesem Unterfangen, das quasi voranzutreiben und unsere Welt auch ein Stückchen besser zu machen. Und wir sagen halt, Status quo halten ist wichtig. Also das soll definitiv das erste Ziel sein. Aber wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Und hier ist es auch wichtig, auch nochmal den Zeitgeist mitzudenken und auch zu wissen, wir sind noch nicht alleine. Es gibt so viele, die mit uns diesen Weg gehen. Und es gibt so viele, die uns auch in dieser Arbeit unterstützen, sei es auch eben unsere Partner am Finanzmarkt oder auch CleanVest-User, die auch täglich in ihren Investmententscheidungen genau dieses Thema auch vorantreiben. Ulrich, wie du gefragt hast, wie das so quasi mit den großen Investmentbanken ist, mit den großen Investmentbankern, habe ich mir auch gedacht, okay, wie schaut das eigentlich aus, die Kooperation mit den normalen Banken, mit denen ich als Kunde, als Kundin hierzulande zu tun habe? Seid ihr für die so ein bisschen irgendwie der Belzebub, der irgendwie auftaucht, oder kommen die auch schon zu euch und sagen, könnt ihr uns helfen? Du hast ja vorher erwähnt, diese internen Teams. Helft uns, unsere angeblich nachhaltigen Produkte wirklich nachhaltig zu machen? Gibt es da Interesse? Auf jeden Fall. Also zum einen wirklich auch Banken und Versicherungen oder institutionelle Investoren wie Vorsorgekassen, Pensionskassen, die zu uns kommen und ihr gesamtes
Portfolio screenen lassen wollen nach unseren Nachhaltigkeitskriterien oder Kriterien, die wir gemeinsam definieren und die auch hier gemeinsam mit uns Klimaziele oder soziale Ziele setzen möchten, wo wir dann auch jährlich quasi prüfen, sind wir on track, also können wir gemeinsam diese Ziele erreichen. Wir bieten auch sehr viel Training an, also auch für Wertpapierberater bieten wir Training an oder trainende Trainer-Lösungen, um halt auch hier unser Wissen bereitstellen zu können und halt auch um hier beratend zur Seite zu stehen, was heißt es auch in Strategien im Haus, in Kundengespräche, was sind da auch so die wichtigen Kriterien derzeit, die vor allem bei Privatinvestoren sehr gefragt sind. Also wir sind da sehr darauf spezialisiert, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und wir sehen uns hier wirklich auch Seite an Seite stehend mit unseren Partnern, das gemeinsam umzusetzen. Jetzt gibt es ja, wenn man Finanzprodukte ratet, und dann Investitionsströme lenkt, dann gibt es ja Gewinner, diejenigen, die eben gut sind im Einhalten von Klima- und Umweltbedingungen, von sozialen Bedingungen, von Transparenzbedingungen. Es gibt klar auch Verlierer. Das sind große, große Industrien. Verspürt ihr Druck von denen, dass die versuchen wollen, Einfluss zu nehmen auf eure Ratings, dass die euch Druck machen, dass die euch diskreditieren? Spürt ihr da was? Wie wir in unseren Ratings vorgehen, ist, dass wir Informationen scannen, die verfügbar, öffentlich verfügbar sind, weil wie gesagt, uns ist Transparenz nicht nur mit CleanVest wichtig, aber uns ist auch Transparenz in unseren Ratings wichtig. Das heißt, wir sind keine nachhaltige Ratingagentur, die Fragebögen aussenden, sondern wir prüfen tatsächlich nach, was geben die Unternehmen auch öffentlich, der Öffentlichkeit frei zur Verfügung. Und zusätzlich schauen wir uns PR-Vorfälle an, also schauen tatsächlich dann, sind auch diese Strategien, die so angegeben werden, werden die auch umgesetzt oder gibt es hier systemische Vorfälle, die sich jedes Jahr replizieren. Und das sind ganz klar, kann man das einschätzen dann, also das ist mit sehr viel Transparenz gemacht von unserer Seite auch. Und wir sind auch sehr objektiv, was das betrifft. Also wir haben auch über 110 Indikatoren, die wir teilweise bewerten und analysieren im Umwelt-, im Nachhaltigkeits- und im Unternehmensführungsbereich. Und auch im Umweltbereich schauen wir uns auch tatsächlich an in Richtung Forward-Looking. Also gibt es schon Investments, vor allem zum Beispiel in der fossilen Energiebranche, in Richtung erneuerbare Energie oder nicht. Also wir schauen uns hier das Geschäftsfeld ganz, ganz konkret im Detail an und sehen uns hier als objektiver Informationsgeber für unsere Kundenprojekte. Also nein, kein großer Druck von diesen Industrien ist bei uns spürbar. Wie lange wird es denn dauern, bis wir da sind, dass alle Finanzprodukte euren anspruchsvollen Kriterien genügen? Also wann sind wir wirklich grün in der Finanzwelt? Ich kann kein Zeitfenster geben. Es gilt ja bis 2030 auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zu erfüllen. Also wir versuchen hier auch einen Beitrag zu leisten, auch in unseren Screenings, die wir anbieten. Und wir wissen auch, dass wir tatsächlich am Markt strenger angesiedelt sind, vor allem was CleanVest betrifft. Also hier haben wir eine 0% Toleranzschwelle eingezogen. Man kann es so verstehen am Finanzmarkt, es gibt unterschiedliche Schwellenwerte, die angewendet werden. Manchmal sind es 30% oder 10% oder 5%. Wir sagen, Kunden oder Privatinvestoren wollen tatsächlich, wenn ich sage, ich will keine Kinderarbeit, dann will ich wirklich keine Kinderarbeit. Oder wenn ich einfach keine Waffen will, dann will ich wirklich 0% Waffen in diesem Fonds haben und jetzt nicht 10% Toleranzgrenze. Also was CleanVest betrifft, sind wir da doch sehr, sehr auf Transparenz bedacht. Also wir legen alles offen. Und ich würde sagen, da haben wir schon noch ein bisschen zu gehen gemeinsam, weil wir machen auch immer wieder Analysen und wir wissen, dass noch immer über 90% unserer Investmentprodukte in Österreich entweder in Kohle, in Öl und Gas, also in fossile Energie investiert ist, in Waffen, Atomenergie, Kinderarbeit drinsteckt, Artenschutzverletzungen drinstecken, indigene Rechtsverletzungen drinstecken. Also da ist tatsächlich noch einiges zu tun, um überhaupt mal in Richtung 50% zu kommen. Aber das heißt eigentlich nur 10% der Investmentprodukte genügen heute euren Kriterien. Das heißt 90% sind tatsächlich so, dass sie noch Dinge fördern, die eigentlich mit unserem Wertesystem, schaut Klima, Umwelt, nachhaltiges Verhalten, soziale Kriterien nicht in Übereinstimmung sind. Also 90% der Finanzprodukte sind eigentlich schlecht. Das ist richtig. Also wenn man auf CleanVest alle neuen Kriterien auf strikt einstellen würde, dann würde tatsächlich ca. 10% bis 12% von Produkten übrig bleiben, die diesen Kriterien entsprechen. Diese 10%, sind die bereits ein Fortschritt, wo ihr merkt, dass eure Arbeit Früchte trägt? Oder ist das auch früher schon so gewesen, dass halt 10% sowieso sauber waren?
Ich glaube, früher war es noch mehr ein exotischeres Thema, nachhaltige Investmentprodukte. Also das war wirklich die Nische von der Nische tatsächlich. Ich glaube auch, dass die Kriterien mittlerweile strenger und umfangreicher geworden sind. CleanVest gibt es seit November 2019 und in dem Zeitraum, muss ich sagen, hat es keine großen Veränderungen gegeben in Richtung mehr nachhaltige Fondprodukte, die diesen neuen Kriterien entsprechen würden. Also es ist ziemlich stabil geblieben. Wenn wir von Prozenten reden, wie viel Prozent der Menschen da draußen außerhalb der Arena, glaubst du, wissen überhaupt, dass es möglich ist, saubere Finanzprodukte zu kaufen? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, welches Finanzprodukt man befragen würde. Also ich glaube, bei Investments, also Aktien, ETFs, Fonds, gibt es schon mehr Bewusstsein. Ich glaube tatsächlich, wenn es dann um die Versicherungsprämie geht oder mein Girokonto oder das Sparbuch, dann glaube ich, weiß man noch weniger Bescheid, dass es auch ein Öko-Girokonto geben könnte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn man die Frage stellen möchte oder würde, möchtest du Nachhaltigkeit in deinem Produkt, dann würden wahrscheinlich jeder zweite oder vielleicht sogar jeder Ja beantworten. Und ich glaube, da ist halt auch wieder, da sehe ich auch ein bisschen den Auftrag an uns, an CleanVest, hier auch wieder zu sensibilisieren, Informationen bereitzustellen und Bewusstsein zu etablieren dafür, dass es auch diese Möglichkeiten gibt und hier auch Expertise zur Verfügung stellen. Und wir machen das durch unterschiedliche Aktionen, auch durch Blogbeiträge. Also wir versuchen ja wirklich auch unsere Expertise an jeden Menschen weiterzugeben, um hier auch einfach sich selber mehr informieren zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, diese Frage zu stellen bisher, weil mir gar nicht bewusst war, dass es ein Thema sein könnte. Und ich bin jetzt vielleicht nicht der allerignoranteste Mensch, der da auf diesem Planeten herumläuft. Also da ist noch viel Arbeit für euch, oder? Auf jeden Fall und wir freuen uns drauf. Wir haben in dieser Sendung, in diesem Podcast, in diesem Videocast schon auch irgendwie so ein bisschen den Moment, wo wir dann unseren Gesprächspartnern so den Finger auf die Wunde legen und sagen, okay, was tust du eigentlich? Das nennt sich der Tipp am Freitag. Tipp am Freitag. Was empfiehlst du unseren Hörerinnen, Hörern, Seherinnen, Sehern? Was kann jeder von uns im Kleinen ganz konkret tun? Wir sagen immer, mein Geld für eine bessere Welt. Wirklich wisse, worin du investiert bist, wisse, welche Unternehmen und Projekte du unterstützt. Und nachhaltiges Investieren geht ganz einfach. Einfach ausprobieren auf cleanvest.org. Ulrich, was nimmst du denn aus diesem Gespräch für dich mit aus der Arena heraus? Ich nehme mit, dass es tatsächlich möglich ist und sinnvoll ist, mit Geld Gutes zu tun. Also es ist schon ein bisschen, die Elisabeth hat es ja so ausgedrückt, mit Geld die Welt verbessern. Wenn nämlich das Geld in die richtigen Verwendungen fließt, dann kann es sehr viel Gutes tun. Und wir brauchen tatsächlich Lenkungsmechanismen, die uns Menschen helfen, das beurteilen zu können. Und ich glaube, da tut sich gerade viel am Markt, dass wir einfach lernen aus Institutionen wie ESG Plus und von anderen, wie wir unsere Finanzströme, die kleinen, die wir selbst haben, aber auch die ganz großen, die Unternehmen investieren, in die richtigen Verwendungszwecke kriegen. Und ich glaube, dass das eine große Power hat in der Veränderung im Hinblick auf nachhaltige Lebensbedingungen, die wir schaffen wollen. Dann sage ich einfach danke für alles, was du, was ihr tut. Danke, dass wir mit dir hier sitzen durften. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, dass ihr zugesehen habt. Aber Zuschauen alleine reicht nicht. Tut was. Und wir sehen uns wieder am Freitag in der Arena. We'll be right back.